Herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder bei FIFA 18 im Karrieremodus. Ui, holla die Waldfee. Mit Mäusen Münster und Daniel. Genau. Heute geht's auf gegen Chemnitz. Es backt gerade immer noch ein bisschen im Hintergrund. Ja. Aber das geht weg, wenn man was drückt. Normalerweise geht das aber weg, wenn man das Spiel lädt. Okay. Okay. Gehen wir kurz halt rüber. Oh, jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt hat es sich, glaube ich, beruhigt. Ja, okay, jetzt können wir wieder zurückgehen. Mal ganz kurz, wir haben jetzt 2 Tage Pause gemacht, um uns von unserem Tief zu erholen. 14. Platz, aus den letzten 2 Spielen 1 Punkt geholt. 1 Sieg, 3 Unentschieden. Gar nicht gut, aber wir werden noch Meister. Wir sollen nämlich Meister werden. Nun, es sind auch nur 13 Punkte Rückstand. Genau. Und jetzt spielen wir, also wir können es auf 10 verkürzen und dann ist es so easy. Ja, also jetzt gewinnen wir halt die gesamte Saison und dann ist das geregelt. Ja, heute geht es gegen Chemnitz und dann gleich noch gegen, oh Mensch, die Kickers. Oh, die sind Erster. Nee. Ne? Sind die Kickers echt die Ersten? Ich dachte, es wäre Wien. Achso, stimmt, es ist Wien die Erste. Ja. Ja, Kickers ist nur 6. Easy peasy. Chemnitz ist auch nur 8. Easy peasy. Und wir sind 14. Easy peasy. Ja. 2 Verletzungen haben wir jetzt nicht mehr. Genau. Die sind ja wiedergekehrt. Waschewski. Caicedo und Waschewski. Hallo, ich wollte das jetzt sagen. Sorry. Genau, Waschewski und Caicedo. Ja, du kannst später reden. Du redest immer beim Spiel, wenn ich mich konzentriere, nicht auszurasten. Deswegen bin ich aber ein bisschen leise in den Spielen. Das ist unsere Aufstellung. Ananou, Stammwahl, Mai verletzt. Ich habe überlegt, vielleicht wollen wir mein 4-2-3-1 spielen. Sehr gerne. Ich bin sehr gerne offen für neue offensivere Aufstellungen. So meinst du? Nee, ich würde sogar so das 2-3-1? Genau. Oder 2... Nein, ich würde, glaube ich, das Kompakte nehmen. Ach, ich dachte, es gibt noch was anderes. Ja, so meinst du, ne? Genau, und dann haben wir halt Weber im... Ja, in der Mitte. Und ja, sogar richtig aufgestellt. Nee, das muss für Löwen. Ja. Passt das, denke ich, ganz gut. Ja, Löwen und Kraus sind ja auch defensiv, so genau. Ist ja nicht. Sie können zwar beide auch schießen, ohne Abschluss, aber schießen können sie. Fernschüsse sind halbwegs okay. Und so haben wir aber offensiv auf jeden Fall mittig auch ein bisschen besser. In letzter Zeit mit dem Konter. Wir wollen jetzt auch ruhiger spielen. Das haben wir uns vorgenommen für heute im Schauer, wo wir ja mal so viele Verletzungen bekommen. Ist das auf jeden Fall eine gute Idee? Heiner Schmidt, die Pfeife. War nicht die letzte Seuchenfolge sogar auch gegen Chemnitz? Nee. Ach so, weiß ich nicht mehr. Das war, wo sich 5 Leute verletzt haben, oder? Nee, so. Nee, das war. 3 von uns und 2. Ja, aber das war vor 2 Spielen. Ach so. Da, nee, vor 3 Spielen. Vielleicht war es der KSC. Das war, glaube ich, gegen Erfurt oder KSC. Irgendwie das erste Spiel. Nee, das war auf so einem Kackrasen. Du hast den Links, den kannst du ja gleich noch ausmachen. Ja, du das jetzt eben machen? Ja. Ich habe Start gedrückt. Achso, mach aus. Mach nach links. Nee, aus. Ja, genau. Und wieder zurück. Hat mich noch darüber aufgeregt. Ich war so bei Lotte. In Lotte. Kann das kann sein, dass es bei Lotte auf jeden Fall hatte sich da ja Menik verletzt. Der aber sich wieder, also während des Spiels genesen ist. Und dazu Waschewski und Caicedo. Waschewski hat mir irgendwie dann ausgewechselt. Ja. Und Caicedo musste durchspielen. Und mein Weihnachtsmann auf der Cola-Flasche sagte, dass ich eben einen Schluck trinken soll, bevor wir dieses Spiel anfangen, weil Weihnachtsmann Cola war ein Glück. Das ist das erste Spiel übrigens seit dem ersten größeren Update für FIFA 18. Unter anderem wurden ja Fernschüsse ein bisschen runtergesetzt, Torwartleistung wurde ein bisschen erhöht. Kannst du deine Story gleich erzählen. Und unter anderem gibt es jetzt auch das Bundesliga-Overlay, allerdings nur für die Bundesliga und nicht für die dritte Liga. Und etwas, was mich richtig wundert, ich habe eine Karriere gesehen in der dritten Liga und da ist DFB-Pokal mit dabei. Ja, krass. Ja, bei uns nicht. Ja, guck mal, Trapp spielt. Also deutscher Pokal. Und Titel. Ist das ja. Nee, der holt den Titel. Nee, kein Titel. AT. Ja. Die spielen 5-3-2. Ich glaube, das haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Da haben uns richtig gefordert. Hatten sie uns, glaube ich, noch besiegt in der letzten Saison. Ich bin trotzdem Konter und... ich bin jetzt wieder der blaue Cursor und Janik wieder der genau, Blute. Und das haben wir auch gefixt, weil... Oh, die Trikots sind aber kacke. Mit Blau konnte ich nicht arbeiten. Ich fand das cool. Das war deine Augen. Boah, das ist schon ganz schön gefährlich, da die erste Situation. Tja, 2. Minute und 1-0, also Nihus sah da auch nicht so ganz gut aus, aber die Verteidigung auch nicht. Doch, es gibt dann, also gut, da ist Kopfball-Duell. Ja, da verliert das Kopfball-Duell und dann hat er so einen ganz komischen. Ja, irgendwie so Atreva, also ja, kann man nicht so viel machen. Nihus stand relativ weit vorm Tor. Hat auch niemand abwehren können,
Ja, und schon mal ein klasse Start auf jeden Fall. Wir haben uns viel vorgenommen und geht gut los, würde ich sagen. Aber ich meine, es ist ja fast noch das ganze Spiel zu spielen, um dieses Ergebnis zu drehen. Ja, das wird schon mal gehen. Ja, ich weiß oh, aber. Okay. Aber scheiß Gehirn. Gleich mit dem ersten Abschluss. Ja. So ein bisschen. Warum? Caicedo, ja. Ich habe auf Caicedo dann gerade so wechseln können und der ist aber auch erstmal weggelaufen vom Ball. So. Also, bis ich dann auf ihn. Ah, oh, stark. Ich wundere mich gerade immer noch über das dritte Liga DFB-Pokal. Ja. War es auch so in der ersten Saison oder wie? Ja, war auch erste Saison von dir. Wow. Oh. Warum? Ja, ich wollte eigentlich auf den, der da gefoult wurde vorher, aber irgendwie. Oder das ist mein Spieler nicht. So, haben wir Guganik, Menik und Ananu. Ananu ist auch mal schön. Läuft da mal ein bisschen mit nach vorne und da kann er eigentlich durch sein Tempo auch immer mal ein bisschen Druck ausüben. Genau, im Moment ist er Mai auf der Verletztenliste, deswegen stellt sich die Innenverteidigung eigentlich von selber auf. Ich glaube, 3 Monate war das sogar. Ja, also Mai war ganz schön lange verletzt. Ja, perfekt. Jetzt mal über Bader. Versucht da die Flanke, die kommt gut auf Caicedo! Ja! Und da ist das 1-1! Sehr schön! Das ist also gleich. Hey, 10 Minuten nur die Führung für Chemnitz und ein sehr starker Antwort auf jeden Fall von Winzer. Ja. Spielt es da ruhig. Sehr, dann, sehr gut gespielt. Ja, und dann Bader hier. Ja, ganz ruhige Flanke, schön lang. Und da war halt Caicedo gegen den Verteidiger. Genau. Der Torwart hat da, glaube ich, nicht viel mitzureden gehabt. Jetzt ein zweites Tor und man merkt auf jeden Fall, dass es ein guter Einkauf war. Ja. Der uns ja nichts wirklich gekostet hat, außer Einstiegsboni und ich glaube, der hat sogar einen Einsatzboni, aber das ist okay. Ich glaube, er hat einen oder Torboni. Also ein Boni hat auf jeden Fall erreicht. Ja, aber wahrscheinlich sogar ein Torboni, weil wir den gemacht haben. Verkümmerter Schuss von Chemnitz und jetzt geht es hier über Menik und Krause. Bader wieder, gerade eben mit der Vorlage. Na stark. Oh lol. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Oh, schöner Aufnahmepass auf Menik. Caicedo ist ein bisschen langsam in der Ballannahme. Muss nochmal zurück auf Menik legen. Der flankt jetzt wieder rein. Die kam irgendwie nicht ganz so, wie ich es erwartet habe. Krause da mit ein bisschen Pech im Tackling. Ein Löwen schön hinten geblieben dafür. Das finde ich jetzt auch ganz gut. Dann haben wir sogar ein paar mehr vielleicht. Ja, normalerweise sind ja fast alle Mittelfeldspieler mit vorne jetzt. Oh, das war schon toll. Oh. Ananu da sehr schön sich dazwischen gedrängelt. Und da läuft Krause. Sehe ich direkt. In der Pass. Vorne Waschewski, der wird abgefangen. Ja, ich hatte auch gehofft, dass der Pass ein bisschen mehr zu müssen. Der kommt doch da locker noch ran. Jetzt, ein bisschen Pech da. Aber Ananu macht es zum zweiten Mal in Folge sehr stark. Ich glaube, der kommt nicht an. Menik löst es da ganz gut auf Caicedo, da muss er ein bisschen Tempo. Ich wollte eigentlich einfach nur nach oben. Aber gut. Ah, Löwen setzt da gut den Verteidiger unter Druck, den Angreifer. Oh, Latte. Und also, jetzt gibt es eine Ecke für so eine Kacksituation. Also da kann ich ja mal meine Geschichte erzählen. Also ich habe natürlich selber auch eine, gibt keine Ecke. Ah, okay, gut. Ich mach kurz. Ich habe selber auch eine Karriere, spiele da mit Hertha, weil bin halt Hertha-Fan und auch schon Mitglied seit fast 10 Jahren jetzt. Und ich habe momentan die schlechteste Defensive der Liga dort, denn ich weiß nicht, wie viele Gegentore ich habe jetzt genau, aber ein Gegentor war innerhalb des Strafraums und alle anderen waren Fernschüsse. Und ich habe die Karriere gestartet, nachdem die Fernschüsse angeblich genervt wurden. Also ich habe davon noch nichts mitbekommen. Ich habe so getiltet einfach, weil es war so frustrierend, weil man konnte auch einfach nichts machen. Das war Dinger, die da konntest du nicht verteidigen. Die haben irgendwo aus 30 Metern raufgeböllert und das Ding war trotzdem drin. So ähnlich hatte ich das Gefühl jetzt auch hier. So, jetzt mal Waschewski. Der zieht einfach mal ab und der Schuss ist nicht so schlecht. Nochmal gut gesenkt. War, glaube ich, mit seinem schwachen Fuß auch. Jetzt haben wir es auch gerade schon gesehen. Und Hemmings hat ja auch schon diesen einen Fernschuss jetzt gerade gemacht. Oh, Dicken. Oh, oh. Sehr gut. Ach, das bin ich. Mit ein bisschen Glück kriegt er dann den Ball. Oh, und setzt sich da ganz stark durch. Ah, oh, die Flanke kriegt er dann nicht mehr an Mann. Und hat den Ball aber immer noch. Kann ich mal passen? Oh Gott, ich wollte auf Bader zurück, aber okay. Anscheinend ist er. Wo war denn 16.000? Ah, wie gut. Ja, wo ist denn? Doch, den habe ich schon.
Ja, Nanu, der hat sehr starke Stellung im Spiel. Weißt du, vom linken Innenverteidiger auf die rechte Innenverteidigerposition und fängt den Ball ab. Einfach quasi, weil er es kann. So. Ich krieg den da. Ja. Komm, nimm den ordentlich an. Sehr schön, und da kommt die Flanke auf Faschewski. Mit dem Hinterkopf, das war eine ziemlich starke Lösung eigentlich sogar von ihm. Ich habe gerade überlegt, ich hätte eigentlich passen können. Ja, ich glaube auch, aber da denkt man in so einer Situation. Aber ich habe da natürlich auch nicht dran gedacht, ob der dann, also ob der ankommt oder nicht, lieber testen. Weil irgendwie kam der ja doch noch ganz schön gefährlich. 60% Ballbesitz haben wir bereits. Und die Chemnitzer dementsprechend 40%, weil mehr als 100 geht ja nicht. Jetzt Menik auf Weber. Der jetzt auf seiner. Oh, was? Hä? Ich habe einfach nur gerade gedrückt und der hat so einen Ausfallschritt gemacht. Ich wollte gerade sagen, what the fuck, wie läuft denn da Raschewski? Oh, hier. Guganik, der zeigt, dass er auch das Potenzial hat, was Ananu hat. Da einfach mal den Ball so aufzunehmen. Oh ja, schöner, starker Pass. Oh Gott, Alter, die Pässe kommen. Solche Pässe kommen aber so schlecht von Ball. Das ist so wirklich. Komm, ja, stark von Weber da. Aber da steht echt viel von Chemnitz denn noch rum. Spiel unten lang. Ist jetzt nämlich auch schon wieder Nachspielzeit. Oh, Mönig, kann er einfach mal marschieren. Auf da den Abschluss Ich wollte eigentlich irgendwie auf jeden passen von den Stürmern, so schießen, damit die schießen können. Aber die waren halt alle nicht wirklich frei. Man sieht auf jeden Fall die 5er Defense. Da ist eine Haarlocke. Also die Defense steht echt stabil bei Chemnitz mit den 5. Ja. Hier sehen wir unsere Defense zu Beginn noch ganz schön verfixt. Ja. Keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet. Hallo, Hallo? Nee, wer? Karlsruhe aus Nampo, glaube ich. Duisburg führte gerade 1-0. Ja. Ja. Und jetzt Ditken, der das 1-1 eingeleitet hatte mit seinem tödlichen Pass. Marschieren. Zieht da einfach mal ab und der Schuss ist gar nicht so schlecht. Ja. Also. Der Torwart konnte ihn auf jeden Fall nicht festhalten. Kannst jedes Spiel sicher. Du kannst noch mal hinten rum. Löwenmeister. Bin ich das? Achso, das bin ich. Lol, ich dachte, ich bin rot. Holy shit. Oh, no! Schade, der Pass war deinen Tick zu ungenau. Ansonsten wäre es eine sehr große Chance gewesen. Auf Krause. Oh, mit Bader, die Alter, was macht der denn? Holy shit. Holger sagt. Ich wollte gerade noch so fertig zu Ende sagen, machen wir mit Bader die Flanke. Verliert er gerade selber. Oh, Weber wieder stark. Also Weber gefällt mir in der Defense teilweise super gut. Also er hat ziemlich starke Stellung im Spiel. Also, Kassierer muss ja nochmal hinten rumspielen über Robin Krause. Und der wieder auf Bader, auf Ditgen. Ups. Ditgen. Na, kann ich diesmal den Ball da nicht holen an der Außen. Oh, Bader. An der Außenlinie. Dann kommt er vor und dringelt da um den Ball. Ja, starker Ball. Warum? Oh, das war so ärgerlich. Der Passentlauf war auf Ditgen, der einfach noch weiter weg war als Waschewski. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hätte ich da ein bisschen doller machen müssen oder so, dass er auch wirklich auf Waschewski in der Sekunde kommt. Ja, jetzt schöner Pass diesmal auf Ditgen, aber Ditgen kann ihn leider nicht. Hat den Ball nicht richtig bekommen. Annehmen dann. Ja. Warum ist denn Caicedo so in der Mitte und läuft so voll random zurück? Ah, stark da war gelöst von ihm. Und, warum macht der nicht auf? Ja, ich glaube, man muss wirklich stehen bleiben bei Pässen, wenn man so. Ich meine, wir wollten ja immer ein bisschen ruhiger spielen. Ist, glaube ich, schlauer, kurz stehen zu bleiben. Ja, und nur wirklich, wenn man wirklich sicher sieht, dass jemand gut läuft, dann einfach mal den. Vielleicht einen hohen Passenlauf oder so. Aber den können die halt auch nicht kontrollieren. Dann. Ja, aber ich meine, wenn der hohe Passenlauf über den Verteidiger geht, dann ist wenigstens kein Verteidiger im Weg. Jo! Ich habe passen gedrückt. Ich dachte nämlich, dass der dann auf Krause so weiterpasst. Aber irgendwie. War stark gelöst davon. Sehr Kassen, gut. Ja. Okay. Ich glaube, ich kein starker. Fernschuss hat Weber, glaube ich, nicht. Weber hat auch noch nicht den besten Abschluss. Also er ist halt ZOM. Ja. Er hat mehr so. Passwerte und Ballkontrolle, Dribbling so. Lol, Cassiano da mit dem Karat drin. Boah, stark von Löwen. Wieder auf Weber. Oh Gott, hallo. Aber da kann den Ball da behaupten, jetzt war Chefs. Oh Gott. Bin ich natürlich mit Weber dann auch direkt den Ball vorbeigelaufen. Ah, guck mal, macht Chef. Er stark, ja. Lol, da macht er irgendwie noch so Tricks, die ich nicht gedrückt habe. Bader marschiert da jetzt. Ditgen. Ich glaube, es war es noch rechtzeitig?
Ja, war noch rechtzeitig, ja. Gibt die Ecke immerhin. Wollen wir vielleicht auch schon wechseln? Ja gut, 65. können wir mal gucken. Ich würde Weber gerne auswechseln, muss ich zugeben, gegen Kobylanski oder Furman. Ja, ich glaube sogar gegen Kobylanski. Wollen wir Ditken vielleicht auch? Ich hätte keinen Speed, aber wir haben... Ah gut, Manfred. Ja, ich glaube Manfred. Und dann okay. Würde ich aber mit Caicedo wechseln. Caicedo außen. Caicedo ist, glaube ich, Linksfuß, wenn ich das sogar richtig in Erinnerung habe. Da hatten wir das Glück, oder? Ja, Linksfuß. Ja. Dann kann man nicht mit ihm auch so mal so Zirkel versuchen. Ich glaube, Efe hat er, Abschluss nicht. Weber geht raus. Löwen, unser neuer Eckenschütze. Und die kommt sehr schnell. Oh, auf der Linie geklappt. Und jetzt ist Caicedo da. Oh, warum geht warum der da rein denn? Was macht der für eine Scheiße? What the fuck? Ist natürlich dementsprechend eigentlich abseits. Ich weiß nicht. Ja, okay. Ist abseits. Ja. Also, das war so ein guter Schuss und er wehrt ihn sogar so ab, dass der ins Aus geht. Also, er wäre vielleicht sogar mehr aufs Tor gegangen. Aber auf der Linie da geklärt nach der Ecke. Also, Riesenchance auf jeden Fall. Der Kopf von dem Verteidiger, also nicht mal vom Torwart oder so. Ja. War sehr guter Kopfball von Guganik, wenn ich das richtig gesehen hatte. Upp, der Spieler ja nicht bekommen. Ja, der wurde mir auch automatisch zugewiesen. Aber Krause ist das. Boah, Krause, unglaublich stark da. Ich wollte gerade sagen, Firmen hier eigentlich. Und jetzt hier tatsächlich mal das 3 gegen 2. Kann Münzer da kapital drauf schlagen? Die Direktabnahme! Caicedo sehr stark. Ist ja von Manfred aber sogar jetzt. Stimmt, Manfred kommt jetzt da hinten. Genau, sehr stark. Eingewechselt direkt der Schuss, auch mit links, mit seinem schwachen Fuß. Ja. Aber noch stärker war der Titel, der den. Der macht da, gibt da so einen Klaps für Kobylanski mal. So, hast du nicht bekommen, so ungefähr, ne? Jetzt Löwen hier mit der nächsten Ecke. Die kommt wieder ziemlich stark, aber der Keeper ist wieder auf dem Posten. Aber Waschewski den auch nicht so mit Pfeffer bekommen. Also er hätte vielleicht ein bisschen stärker sein müssen. Der Kopf. Oh, Ananou da sehr gut beim Zurücklaufen den Ball da mitgenommen. Safe quasi. Bader. Manfred gibt's gar nicht mehr. Der hat sich verabschiedet. Der ist hier in der Mitte. Unten ist Menik. Und ist gerade ein bisschen leerer. Auf Caicedo. Die Flanke, die kommen nicht schlecht, aber da kommt Manfred da richtig weggehauen. Willst du den Kopfball machen, wird so richtig weggedeckt dabei. So, jetzt haben wir hier Löwen. Und der spielt auf Kobylanski. Ich habe direkt weiterpassen gedrückt, aber es dauerte wieder Ewigkeiten. Ja, ich weiß. Caicedo kann den da schon mal behaupten. Erstmal. Ja, natürlich Chemnitz komplett hinten. Ja, also Chemnitz spielt ja so defensiv. Das ist wir sind natürlich auch nicht so, die wird abgefälscht und dementsprechend gibt es Ecke. Sehr schade, die Flanke wäre bestimmt gut gekommen. Ja. Es war auch mit einem starken Fuß dann. Jan Koch geht raus und Leniakowski kommt rein. Leniakowski. Ein schöner Name. Für Kommentatoren. So, jetzt haben wir hier. Die Flanke war diesmal nicht ganz so knorke. Wieder zurück auf Menik. Ja, der hat gerade auch keine Anspielstation. Da ist jetzt Manfred. Dadurch, dass er kleiner ist, bleibt er bei Ecken immer hinten. Aus Defense-Zwecken. Oh, Bader. Ah, shit. Ein bisschen schwierig, auch der Pass zu verwerten. Ja, Bader war halt auch noch so im Speed-Rausch sein. Ups, und Bader war wieder zurück. Aber den sollte eigentlich einer nur sicher haben. Schön. Auf Caicedo, auf Manfred. keine Ahnung. What the fuck? Ich wollte die ganze Zeit nach unten mit Kobylanski, weil es da mehr frei war, aber dieser blöde Verteidiger stand dauerhaft. Machen wir jetzt eben noch ein bisschen offensiver. Ist natürlich, man könnte sagen 1-1, okay, gibt einen Punkt, aber ganz ehrlich, wir sind nicht zufrieden mit einem Punkt. Ja, wir brauchen auch mehr, also. Vor allem, weil Chemnitz ja noch vor uns steht. Oh Gott, warum denn da hin? Oh, Waschewski hier mal. Ja, Waschewski immer noch am Ball und sucht den Abschluss, wird geblockt. Kannst du jetzt mit links? Oh! Na, Titel da, sehr gute Parade, sehr stark gesprungen und kriegt den noch weg. Jetzt kommt Aydin rein und Darch raus. Also dritte Auswechslung bei Chemnitz. Und jetzt die Löwen wieder mit der Ecke. Und dann kurz ein Pfosten. Oh, da ist ganz schön viel weiß und hat den Titel. Der letzte Kopfball von Menik, der war dann doch sehr stark auf dem Torwart, also direkt auf Titel eigentlich. Vielleicht sogar Chemnitz nochmal mit der Konterchance. Ne?
Vielleicht sogar Münster nochmal. Mach hoch und lauf. Mach hoch und lauf. Ja. Die Taste für hoch nicht gefunden. Höre auf mich, RB. Weil dann hätte wäre der vielleicht drüber bei Cassidy auch besser gewesen. Ne? Die Verteidiger fangen irgendwie so eine Pässe alle bei uns ab, die flachen im Lauf. Also, was man heute bemerkt hat, flache Pässe sind nicht immer das Tja. A und O. Ja, frühe Tor, 3. und 13. Und Spieler des Tages, Caicedo, hat auch sehr stark gespielt, ja. Also mit Neue. Dem Tor. Mit der Tor, mit drei dem von Tor drei Schüsse aufs Tor. Ein paar also, ziemlich gute Schüsse auf jeden Fall. 18 auf Tor, Lobby. Ordentlich. No. Ja, Titel, 7 Paraden. Minus eine. Nice. Ja. Gab ja auch nur zwei Schüsse. Nice. Gab auch nur einen Schuss aufs Tor. Ja. 37% Ballbesitz. Ja. Also, da hätte Chemnitz. Man wahrscheinlich wirklich offensiver spielen müssen. Also, wir als Münster. Aber dann muss man auch sagen, denn. Ja, ich meine, Chemnitz kommt halt über die Konter. Genau, Chemnitz spielt halt auch Konter und das wäre wahrscheinlich auch irgendwo wieder fatal gewesen. So. Gucken, verbessert sich irgendwie. Oh. Kurzer Pass geht hoch, Stellungsspiel geht hoch bei Weber. Ja, dann wollten wir beim nächsten Mal dann da. Ich glaube, wir wollten ja auf 70 Abschluss. Achso, stimmt, ja, bei kurzem genau. Pass wollten wir ihn. Dass das fertig ist und ja. Dann wollten wir eigentlich. Fernschüsse, glaube ich sogar, oder? Ja, war das Weber oder wollten wir Waschewski dann noch machen? Ich glaube, Weber. Heinrich ist enttäuscht, aber gut, da kann man nichts machen. Also, unsere Manager sind immer noch, unser Vorstand ist immer noch zufrieden mit uns. Mhm. Weil wir haben noch alle Chancen, könnte man sagen. Aber das stimmt ja nicht mal so wirklich. Das passt so. Gegen die Kicker 6 wollen wir wieder 4-2. Ja, ich fand es eigentlich auch gar nicht so schlecht. Kann, denke ich, auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Im Kompakten. Und dann passt das so, denke ich. Ja. Scheiße, hier schon wieder 75 mittlerweile. Ziemlich stark. Ziemlich ja, stark auf jeden Fall. 20 Jahre erst halt. Ja. Ist auf jeden Fall hier so der Star im Team. Was halt fehlt, ist so der Abschluss. Hä? Die Bälle fliegen aber so richtig komisch bei Löwen. Guck mal, das ist ein Bogen, den die so machen. So, weil die fliegen die so richtig gerade. Löwen zieht die einfach so einen Bogen weg. Richtig krass. Ich drück nach links, der dreht sich einfach noch weg. Oh. Würde sagen, wir starten ja. Rein. Ich war gerade echt fasziniert, so richtig fasziniert von diesem Flanken. So, jetzt heim, das bringt uns Mut. Ich überspringe das gerade alles einfach, weil die Zeit sagt, muss losgehen. So, defensiv. Auch wenn, ja, letztes Mal haben wir auch defensiv gespielt. Wir müssen halt mal schauen, wie Kickers jetzt hier antworten. Kickers stehen aber schon auf jeden Fall deutlich offensiver, ja, würde ich sagen. Genau deswegen muss man da erstmal schauen. Ui! Ja, und da sieht man es, direktes Pressing hier. Alter. Oh, und dann geht es ganz schön überfallartig hier los von. Den Kickers. Ja, du musst einfach nochmal hinten rumspielen jetzt ein paar Mal. Alter. Geh mal mit Dings zurück. Ja, jetzt ist er zu gut. Boah, Caicedo macht das stark. Jetzt aber. Okay, löst es da sehr gut. Holt den Abschluss raus und ja, also Kickers stehen ziemlich offensiv hier. Also, ja, das ist glaube ich auch ganz gut, dass wir sagen, wir spielen defensiv. Also ich spiele noch auf jeden Fall richtig gutes Pressing direkt. Pass runter. Ja. Und jetzt mal hat sich Münster da ganz gut befreit aus dieser Situation. Laufen. Ui. Oh, Ditgen. Oh, so knapp. Fast wenn er fast ein bisschen stärker gekommen wäre, wäre Ditgen da schön rangekommen. Und machen jetzt gut bei den. Ja, war ja mal wieder klar. Okay, also dass sowas dann faul ist, das ist merkwürdig meiner Meinung nach. Aber gut. Sei es drum. Und Ananu. Hoppala, wird noch der da vorne. Cassido hat jetzt mal ein bisschen Platz und marschiert da. Also sonst kannst du noch einen hohen Pass im Lauf nach unten machen. Löwen. Dicken. Oh, schön gemacht auf Weber. Oh, und dann fahren halt die Flanke da leider so ein bisschen. Oh, Waschewski wurde da geblockt vom Verteidiger. Ja, direkt auch mal ein bisschen Druck machen hier. Oh, ja, Dicken sehr gut. Dicken. Oh, okay, der kam jetzt aber ganz schön weit zurück. Pause da. Oh, Alter, ist der schnell. Wasser. Oh, was? Das wundert mich jedes Mal wieder, wenn du in eine Richtung drückst und dein Kopf so ganz genau weiß, wo der Ball hin soll. Ja. Dann geht der Ball ganz woanders hin und denkst du,
Warte. Oh, jetzt schön. Hier Caicedo mal freigespielt. Oh, schön Sch- mit dem starken Fuß. Ne, war der schwache. Ist er links. Ach, stimmt. Ja, ich habe das Seiten verkehrt. Ja. Okay, Caicedo kann das auch. Oh, guter Flügelwechsel hier. Jetzt die Kickers wieder am Zug. Geht ein bisschen langsamer jetzt voran. Oh, Weber stark. Caicedo kriegt den Ball. Auch noch, oh. Aber der Pass war dann wiederum nicht so stabil, also nicht so sicher. Oh mein Gott, das war ganz stark gemacht. Oh, aber Ananou ist auf dem Posten. Ja, direkt mal geklärt von Ananou, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt sind wir Weber zurückgekommen. Oh Gottchen. Okay. Ich wollte eigentlich auf Ditgen spielen, aber okay. Jetzt. Ja. Ja, gut, ganz gut gelöst von Ditgen. Ah, Weber kommt da nicht mehr zum Pass. Oh. Ja, mit der Hacke da von Krause. Ja, Menik geht da mal ins Dribbling. Ah, oh, das war, glaube ich, leider abseits. Ja. Ansonsten wäre es ein sehr schöner Pass gewesen. Deswegen habe ich auch einfach mal geschossen. Wäre es ein schöner Pass sonst von Löwen gewesen. Schön da in die Schnittstelle rein. Da war mal kurz ein bisschen Platz. Aber bisschen in die Luft. Kopfballduell. Oh, Weber macht das da stark. Ja. Und dann ich habe direkt passen dran, gedrückt, ja. Er dreht sich aber erstmal. Oh Gottchen. Das sind, so, das sind wirklich so, so Fehler, die machen Spieler mit kleinen Bewertungen echt oft. Also, oder halt auch mit jungen Spielern. Ja, Weber fehlt stark von wenig da. Ja, Weber fehlt da noch ein bisschen was, aber das kommt ja. So, Löwen ist natürlich nicht der schnellste. Ah, sieht er sehr gut. Weber. Über ja, Waschewski. Waschewski. Oh, aus dem Bader. Ditgen. Oh, flank an Langpfosten. Boah, da zieht er. Und da. Oh, sieht er, der Spieler ist schon wieder von uns verletzt. Nee, okay, der steht auf. Einfach nur, der war noch enttäuscht von dem Kopfball. Oh, oh, Ditgen stark. Ditgen sieht das da. Sieht er hier nach innen? Und Mist, war der hier auf Caicedo. Wo war der jetzt unten alleine? So, jetzt geht's hier gerade um Patrick Weber. Der hat sich nämlich verletzt. Also oh. Doch, bei dem Kopfball gerade. Weber wieder. Lol. Das war bei mir nur noch ein Spielerwechsel und nicht mehr der angeforderte Trick. Ah, das kann weiter ins Laufduell gehen. Das kann aber nicht gewinnen. Da kommt die Flanke und Caicedo mit dem Flugkopfball, aber kommt dann nicht mehr an. Kann man leider nicht so gut von Menik, aber Caicedo löst das sehr stark. Auf Weber. Oh, okay. Oh Gottchen. Okay. Ich wollte den eigentlich nach unten haben. Naja. So, wo auch Ditgen hingelaufen ist. Aber da war natürlich dann zu schwach. Aber, also die Zweikämpfe von Münster in diesem Spiel sind sehr stark bisher. Jetzt mal über Bader. Und Würzburger Kicker stehen auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen defensiver hier schon in dem Spiel. Menik, Weber. Oh, wahrscheinlich. Weber hat sich geheilt. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt vielleicht Ditgen da. Kann er sich im Laufduell durchsetzen? Oh, kriegt die Flanke da nicht mehr leider durch. Hat das stark gemacht vorher. Oh, okay. Sehr und schöner Fehlpass. Das muss man mal so sagen. Kommt da natürlich perfekt auf Bader. Oh Gott. So, wieder Bader. Boah, 64% Ballbesitz bisher bei Münster. Ach. Kommt der Pass natürlich nicht durch. Ja, jetzt hat sich, haben sich die Kickers haben das gesehen, dass wir doch noch Druck machen. Weil zu Beginn haben die natürlich direkt mal gesagt. Ja, mit ein bisschen Glück kommt er dabei, Caicedo an der Ball. Ja. Und Waschewski schon da sehr weit hinten. Der fehlt jetzt natürlich so ein bisschen vorne. Bader geht da ins Dribbling. Caicedo bringt den Pass da einfach um Waschewski. Einfach mal mit dem schließt trocken ab. Kein schlechter Schuss ins Kurze. Aber der Keeper ist gut. Auf jeden Fall versucht sehr schön schon wieder das Kopfballduell da gewonnen im Mittelfeld. Das ist immer sehr gut, dass wir da die Bälle ziemlich früh bekommen. Boah. Und Krause setzt sich da weiterhin durch. Und dann wird er da eigentlich irgendwie gefoult, aber wahrscheinlich weil der andere Spieler auch hingefallen ist. Hat der Schiri dann gesagt, nee. Das ist so wie bei der NFL, da heben sich dann die Fouls gegenseitig auf. Das ist auch richtig gut, wenn du einen Foul hast, was eigentlich dem Gegnerteam den Ball gibt, dann hat irgendjemand aus dem Gegnerteam aber irgendwem anders einfach so mal berührt oder so. Und dann heißt es, ja, alles aufgehoben, Touchdown zählt, fertig. Ja, und also Münster auf jeden Fall hier Feld überlegen, aber so richtig eine zwingende Chance gab es nicht. Also. Aber Kickers scheinen jetzt auch wirklich dann auf den Konter gegangen zu sein. Hier auch schon wieder, boah, Löwen ganz stark den Ball da geholt, hinten. Bader, genau.
Kicker stehen wirklich sehr defensiv. Am Anfang standen sie deutlich offensiver, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Und jetzt ist er mal. Und wollte auch in die Mitte. Oh, der eine packt sich da selber fast hin. Oh, der geht ins Dribbling, aber kann das dann nicht gut lösen. Aber. Ich will ja nicht mal ins Dribbling über passen, aber irgendwie ging auch das nicht mehr. Jetzt wieder über Bader. Ja, da ist diesmal früher Ende. Da kam der Verteidiger. Oh, unten läuft Menik. Boah, der ist gar nicht so schlecht davon, Menik. Schöne ja, Idee eigentlich. Aber Schewski kommt leider nicht richtig ran. Dementsprechend war es. Langer Ball da auf Schalk. Von dem hat man noch nichts gesehen in diesem Spiel. Oh Mann, Alter. Boah, da die erste starke Chance und die Hust, der. Muss da gleich mal hin. Ja. Also, aber macht er dann ganz gut. Der Schuss war relativ zentral. Raus. Oh, ich habe nichts gedrückt, Mann. Ich wollte einfach laufen mit dem. Ja, kann natürlich Waschewski dann auch nicht wirklich diese Annahme da. Boah, stark gelöst da. Vom Würzburger. Nihus muss schon wieder hin und ja, hat den auch. Nihus zeigt auch direkt, dass er, also, trotz dessen, dass er hier eine ganze Halbzeit einfach nichts zu tun hatte, no. Zeigt er, dass er da ist. Also schön weggeköpft und das ist. Alter, ich laufe nach unten, Caicedo oder Münzer einfach kriegt jetzt hier den Ball nicht so richtig. Oh, das wird so ein Foul sein, ja. Aber das ist, denke ich, ganz okay. Kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr befreien. Mal gucken. Ob er direkt raufzieht und die Mauer blockt den Schuss ab. Da ist der nächste Ecke. Hab ich das gar nicht so gesehen mit der Mauer. Oh, der kommt mal an den langen Pfosten, aber ja, sehr zentral. Jetzt kann gar nicht ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Oh Gott, Alter, da stehen schon wieder so viele Roter. Ja. Deswegen sind die rot. Farbe der Warnung, damit man direkt weiß, stehen bleiben. Und jetzt zum Hochenlauf. Ja, oder mal eben einen Flügelwechsel. Das ist auch eine gute Idee. Menik hier ein bisschen alleine. Oh, Leute. Eieiei. War geplant von Menik und der geht einfach ins Dribbling. Macht es da stark auf Weber. Der braucht lange, um sich zu drehen. Zum aber Schuss. Der Ball kommt wenigstens bei Bader an. Bedeutet, bleibt bei. Okay. Münster. Und jetzt gibt es die Riesenkonterchance für. Ah, oh, Gubernik da auch knapp vorbei. Und jetzt ist natürlich in der Mitte alles frei. Oh, fuck me. Und dementsprechend sollte er zu müssen. Naja. War irgendwie klar jetzt. Hat er jetzt den Infanterie, glaube ich, nicht rausziehen dürfen. Ja, ich. So Risiko. Wollte ich in der Situation sogar nicht mal wirklich. Aber wenn man halt einen Spielerwechsel macht, dann kriegt man aber irgendeinen zu sortiert. Also, wenn man den per LB macht. Ja, das ist. Also, ich weiß nicht, Kickers hatten tatsächlich hier größere Chancen dann am Ende, muss man sagen. Auch mit weniger Ballbesitz, aber Münster kommt nicht so richtig zwingend vor. Das kannst du ja nicht passen. Ja, schnell da auf, Krause. Ich verstehe es nicht, dass die Kickers so hart defensiv sein können und dann einfach so eine Sprintasse da im Team haben. Alter, Mann, manchmal hat man aber auch Pech. Boah, das war ein starker Pass dann. Würde ich fast behaupten, sowas würde bei uns nicht ankommen. Aber die Kickers sind ja auch Zweitliga-Absteiger. Also jetzt nicht mehr, wir sind ja schon in der zweiten Saison, aber. Ja. Davor die Saison. Haben es nicht geschafft, direkt wieder aufzusteigen. Ja, waren lange da vorne drin, aber am Ende haben sie hinter uns abgeschlossen in der Tabelle. Aber hier, das spielen sie halt schon ziemlich stark. Boah, die Grätsche ist da gefährlich und auf einmal ist die Schussbahn frei. Grätsche war schon klar, dass ich daneben Grätsche. Abgeblockt. Vielleicht sogar mal so. Ja. Dann machen wir mal die Schnellwechselfunktion, die reinkam. Dittgen geht raus, der hat für viel Alarm gesagt in der ersten Halbzeit, in der zweiten. Das ist so in der zweiten so ein bisschen schwächer. Auf Menik, auf Weber. Boah, Caicedo macht das da ganz gut. Oh Gottchen. Kann Kobylanski noch erlaufen, muss aber direkt Flanke, die kommen nicht schlecht. Und da ist Löwen. Löwen jetzt mit der freien Schussbahn. Oh. Aber der Keeper ist da von den Kickers. Aber fast die beste Chance sogar für Preußen. Oh, jetzt geht der Torschütze raus. Wäschig. Nochmal wieder Lauf an den kurzen Pfosten. Für Münster Löwen mit der Ecke. Oh, die kommen nicht so schlecht, aber der Keeper ist leider da. Scheier. Die Nummer 3 hat das, hab ich gerade gemacht. Normalerweise hat er Gut.
Und hier kommt dann nicht so richtig. Oh, schöner Flügelwechsel dann. Oh Gottchen. What the heck, Alter. Okay, du gar nicht heute. Okay. Ich sehe du jetzt hier unterwegs auf Weber und Kicker stehen halt immer noch. Also, ich meine, ist klar, sie liegen halt eins nach vorne. Warum sollten sie jetzt hinten aufmachen? Das würde natürlich keinen Sinn ergeben. Jetzt mal Krause hier. Was ist denn das, Alter? Ballern habe ich. Ich drücke direkt passen. Und der braucht Ewigkeiten, um den Ball anzunehmen. Oh, schöner Flügelwechsel. Oh Mann, Alter, bis Menig mal wieder anfängt zurückzulaufen, dauert das halt 3 Jahre. Lang kommt dann lang. Pfosten, Bader ist klein, aber kann den Kopfball sogar gewinnen. Ja. Aber gibt den Einwurf trotzdem für die. Ah, ne, das sehe ich gar nicht. Dann hat er den Kopfball auch nicht gewonnen. Okay. Oh, wie? Oh nein. Oh, okay. Und dann auf Löwen. Der dann mit dem Fernschuss die vielleicht beste Chance hatte. Und jetzt Caicedo, der hat jetzt mal ein bisschen Platz, kann er marschieren. Kann er die Flanke reinbringen? Oh, aber nicht gefährlich genug. So, jetzt wieder auf Kobylanski, der diesmal auch rechts spielt. Das kann er ja auch. Oh, die Flanke wurde abgefälscht und landet dann ganz schön weit hin. Aber genau, aber sehr schlecht verklickert. Das löst er halt gut, kann man nicht sagen. Da kommt Nihus raus. Das macht er gut. Und jetzt langer Abwurf auf Bader, auf die andere Seite. Letzte Chance für Münster. Mal auf Menig. Oh, Menig macht das ja gut. Kann den Ball gerade noch so. Oh, oh Mann, Caicedo läuft immer noch weg. Warum auch der Pass immer so langsam ist, ey. Da kann man. Oh Gott, wie passt denn der vorher? Vor der perfekte. Oh, stark nochmal. Jetzt vielleicht nochmal die Chance. Läuft auch immer. Weber brauchen ein halbes Jahrhundert, bis er passt, ja. Ey. Weißt du drückst so, okay, tja. weiterlaufen, noch 3 Verteidigern ausweichen und dann kommt irgendwann mal der Pass. Ja. Ach, also, Münster hier mit in die Niederlage, unglaublich viel Ballbesitz, aber man muss ganz ehrlich sagen, Kickers hatten 3 größeren Chancen. Sogar 4 große Chancen, stimmt, ganz zu Beginn war ja auch noch eine und da war das natürlich einfach, ordentlich gespielt. Tatsächlich nur mit einer 5-9. Also wirklich ordentlich ausgenutzt, die Chance. Ja, muss man sagen. Also, wir haben gesehen, 2 Kämpfe haben wir nur 3 gewonnen, während Kickers 9 gewonnen haben. Also, ja. Das tut dann natürlich weh, sowas. Und wir rutschen auf den 15. Platz ab und könnten sogar theoretisch noch auf den. Ich drück instant stoppen, ne? Also, du kannst nicht Doppel A drücken, weil er erstmal eine halbe Stunde lädt, bis er die Simulation beginnt. Ah ja. Ja, 17. Ja. Tabellenplatz. Vor allem Unterhaching, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, das letzte Spiel. Hat gewonnen. Gegen wen gewonnen? Wen ist Erster? Also ist sogar noch immer noch Erster. Mit der ersten Niederlage gegen Unterhaching, 18. Also das ist so ähnlich wie bei uns. Ja, und wir haben tatsächlich erst einen Sieg in dieser ganzen Saison. Einen Sieg in 8 Spielen. Ey, sind wir unten wirklich beim Abstiegskampf? Ja. Also Abstiegskampf. Und unsere Managerbewertung auch um 5 runtergegangen jetzt. Ja. Ja, aber verdient, auf jeden Fall. Also klar. Wir halten zwar das sehr hohe Ziel mit dem Geld ein, aber... Ja. Das hohe Ziel, der Titel, ja, nicht mal nur der Aufstieg, sondern wirklich der Ligameister, der Titel, der wird wohl nichts. Das wird schwierig, ja. Ja, aber da müssen wir uns jetzt aufraffen und jetzt gegen sehr starkes Unterhaching spielen und am besten gewinnen. Jetzt haben wir schon wieder 2 Spiele gespielt heute, 1 Punkt rausgeholt, so wie auch im letzten Part. Und ich denke mal, beim nächsten Mal muss das natürlich anders werden. Ne? Das kann man sich jetzt nicht als Vorbild nehmen. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, dann gegen Unterhaching und wir können ja eben noch ganz kurz gucken, wer der zweite Gegner ist, KSC. Das wären 2 spannende Spiele. Unterhaching auch im Abstiegskampf, aber KSC ist glaube ich sehr weit vorne. Ja, aber beim letzten Mal zum Beispiel haben wir ja auch gegen Unterhaching beide Spiele scheiße gespielt. Ja, das stimmt. Das erste Spiel verloren. KSC zweiter. Ja, KSC also gegen den drittletzten und gegen den zweiten. Also. Ja, vor allem Unterhaching punktgleich mit uns. Ne? Wenn wir das verlieren, dann ist Abstiegskampf angesagt auf jeden Fall. Eine ganz andere Route. Also, gutes Team, schlechtes Spiel. Ich würde sagen, beim nächsten Mal wird es besser. Bis dahin, haut da rein, habt da Spaß. Ciao, ciao.